Nabend, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch heute recht herzlich zurück zu unserem kleinen Stream hier gegen die Einsamkeit an diesem wunderschönen Mittwochabend. Grüße gehen raus an diese Stelle. Ich grüße diesmal in die Runde. Es sind inzwischen so viele Leute hier durchgeeiert, es ist schwierig, euch immer alle zu begrüßen, aber fühlt euch alle gegrüßt. Ich gehe mal kurz so schnell durch. Kay ist da, der schwarze Schmetterling ist da, Schwabi ist da, Xochiron ist am Start, Wolfgaming ist hier. Ich selber bin auch da, ist ja mega, mega interessant. RaceFox, Grüße gehen raus. Drangul, auch da. Moin, moin, moin. Und ja, Leute, wir legen los. Also ich bin mal jetzt wieder mal ehrlich zu euch. Ich lege die Karten auf den Tisch. Pass auf. Wir machen das ganz schnell, dann legen wir los. Ne? Ich weiß noch nicht, wie lange wir heute machen. Wir machen jetzt auf jeden Fall mindestens erstmal eine Stunde. Denn Grüße gehen raus, Jens. Moin, moin. Alter, 44 Monate. Dankeschön für dein Abonnement. Also, wir machen jetzt erstmal eine Stunde. Denn ich habe folgendes Problem. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, dass aus meinem Hals so ein Metallstück rausoperiert worden ist. Und heute Morgen beim Sprechen hatte ich so Schmerzen und dann tat es plötzlich so weh. Und dann ist da so ein bisschen Blut so rausgekommen, so beim Räuspern und sowas. Und dann den ganzen Tag lang habe ich jetzt einfach mal die Fresse gehalten und ich merke es noch. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie gut es geht. Ne? Aber wir wollen uns den Spaß ja nicht versauen lassen. Deswegen gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich werde schön nicht so doll reden und dann wird das schon. Also nicht so laut wie sonst. Ich schreie nicht so viel und dann geht das schon. Grüßerchen. Ich habe auf jeden Fall genug Getränke am Start. Es kann nichts schief gehen. Ich denke mal, dass die Wunde wieder ein bisschen aufgegangen ist, so wie das aussieht. Weil ich vielleicht am Wochenende einfach viel zu viel gelabert habe. Wenn ich immer meine Videos am Stück aufnehme wie so ein Irrer, am ganzen Wochenende bin ich dann nur am Quatschen wie so ein Bekloppter. Ich glaube, vielleicht ist da irgendwie ein bisschen mit Hustenkombination irgendwie das wieder ein bisschen aufgerüppelt oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist auch was anderes, wer weiß. Aber wir machen jetzt mal weiter. Los geht's, Leute. Ich grüße euch alle. Herbert, ich grüße dich auch. Und sonst morgen, ja, keine Sorge, schwarzer Schmetterling, das ist auch der Plan. Wenn das morgen immer noch so ist, dann werde ich meinen Herrn Doktor aufsuchen. Aber das sieht gut aus. Was ist das jetzt? Ach ja, genau. Ashley. Ich bin hier. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Platz, Grüße gehen raus. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Sie hat auch den Knopf gedrückt. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter. Und das ist dein Job. Ach, guck mal, wir sind jetzt wieder glücklich. Wir werden jetzt endlich glücklich. So, also Kapitel 16. Die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Es ist die Entfernung des Metallstücks. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Dass das Ding überhaupt hochgefahren ist. Ja, sieht ein bisschen, weiß ich nicht, spontan gefixt aus, ne? Ich hätte steinharte Fruchtmentos anzubieten, falls jemand will. Xochiron, tatsächlich würde mich das abholen. Schön lutschen die Dinger jetzt, das läuft. So, ja, wir machen uns heute jetzt, es ist das letzte Kapitel, deswegen, also ich habe das heute Morgen ja auch schon drüber sinniert, so ob ich das jetzt heute machen soll oder nicht. Aber ich habe mich zum einen die ganze Woche darauf gefreut und deswegen, das beißen wir uns jetzt ein bisschen durch, das wird schon. Ich will jetzt auch das Ende sehen, ja? Ich will jetzt das Ende sehen. Ich liebe das so, wenn die so hart sind, das ist wie Gummibärchen. Ich lege auch gerne Gummibärchen ins Eisfach und dann das auch einfach schön, ne? Ich bleibe bei meiner Pizza, schreibt Kay. Das holt mich ab. Direkt die Frage, was ist es denn für eine? Du weißt doch, ich muss das doch immer wissen. Ich muss das doch immer wissen. So, Europe Laboratory 6 Stream Team. Das Stream Team vom europäischen Labor 6. Ja, dankeschön. Danke, dass du das nochmal übersetzt hast. Was haben wir da noch? Methode zur Entfernung der Plaga. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wirt von einem Plager zu befreien. Injektion von Antigenen sowie einen äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreicherung eines Antigens abgetötet werden. Sobald die Inkubationsphase jedoch vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden, außer das Wachstum des Parasiten zu verlangsamen. Gelfuchs schreibt, auf dem Foto war Luis drauf. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich habe das offensichtlich nicht wahrgenommen, tatsächlich. Ich habe nur den Text gelesen und gar nicht mir das Bild angeguckt. Ich schäme mich. Es geht schon wieder gut los mit meiner Unachtsamkeit hier.
Bei der zweiten Methode wird der Plager gezielt von außerhalb des Körpers mit Hilfe von Strahlen einer bestimmten Wellenlänge abgetötet. Einfach wie so eine Mikrowelle, ne? Da wird so einfach so eben kurz ein bisschen warm gemacht und dann geht das schon wieder. Das ist jedoch nicht ungefährlich. Hat der Parasit an das Nervensystem seines Wirts angedockt, ist der Vorgang mit entsetzlichen Schmerzen verbunden und es gibt keine wirksame Betäubung für diese Art von Behandlung. Haben wir ja gesehen, wir waren alle ein bisschen am Rumschreien. Leon, Grüße gehen raus. Moin, moin, moin. Selbst bevor der Parasit voll ausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohen Risiken verbunden. Ist das adulte Stadium erreicht, ist es endgültig zu spät. Die Entfernung des Parasiten bedeutet den Tod des Wirts. Wenn man allerdings bedenkt, was mit dem Wirt passiert, kann man den Tod wohl schon fast als Erlösung betrachten. Das sind doch richtig nette Aussichten, oder nicht? Ja, ihr müsst ein bisschen Nachsicht mit mir haben, ich räusper mich heute ein bisschen mehr. Wo ist denn Louis? Ich habe das doch angesehen, aber ich habe den jetzt nicht erkannt. Wer von denen ist denn Louis? Der in der Mitte? Ich kann es nur drauf zeigen. Der da? Ich drücke dir alle Finger und Glieder, die mir zur Verfügung stehen, dass bald alles klappt. Schwarzer Schmetterling, ich habe wieder irgendwas verpasst. Ich drücke aber auch alles. Warte, so. Hotzenplotz. Pizza ist durch, nun ist Zeit für ein selbstgebrautes Bier. Ich wollte gerade sagen, und dann kam nämlich das Bewerbungsgespräch vom Schwarzen Schmetterling rein. Bewerbungsgespräch, ja, da drücke ich dir aber ganz fest die Pfötchen. Ich bin froh, dass ich diese Phase momentan nicht habe oder schon länger nicht mehr haben musste. Ich finde es auch immer sehr nervig. Hotzenplotzi, so ein selbstgebrautes wäre ich jetzt ja auch mit am Start, ne? Das würde mich sehr abholen. Wobei ich unter der Woche ja kein Bier mehr trinke. Jetzt auch wirklich nicht mehr. Bin jetzt brav. Wir sollten eine räusperer Strichlist führen. Ja, machen wir heute. Ich bin mal gespannt, wie viel es nachher werden. Es lässt sich heute wirklich nicht vermeiden. Schmerzen sind da. Settlers Absichten. Wer glaubt, dass die Plager nur ein Werkzeug zur Erschaffung mächtiger Biowaffen sind, irrt. Ihr wahrer Wert liegt in ihren Fähigkeiten zur Kontrolle. Wie sehr ein Individuum sich auch wehren mag, eine einzige Injektion kann jeden in einen treuen Diener verwandeln. Wer braucht noch Spione, wenn man den Feind von heute in den Verbündeten von morgen verwandeln kann? So ist es wohl, ne? Xochitron, du kannst doch hier nicht Louis X herzen. Du musst an Hashtag Dachmann denken. Dachmann. Der ist mir gestern oder vorgestern nochmal wieder in den Sinn gekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Nur einen einzigen Insider zu kontrollieren, kann eine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation, in die Knie zwingen. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Settler Macht verliehen. Es ist offensichtlich, was als nächstes vorhat. Ich sehe einen Wassermarsch von Schwabi, das ist heute auf jeden Fall notwendig. Prösterchen. Was passieren würde, wenn Settler so viel Kontrolle erlangen, kann man sich kaum ausmalen. 6 Milliarden treue Diener unter seinen alleinigen Führungen. Es gäbe niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Keinen Krieg. Vielleicht gäbe es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Frieden. Wenn man das so nennen mag. Die sind dann einfach alle verstrahlt und gehorchen. Also, da kann ja auch nicht mehr viel passieren, so mit Auflehnung und Stress und Konflikten, wenn man sich sowieso grün ist, weil man, ne? Aber ich weiß, wie Saddler und die anderen, die Leute auf der Insel, wieder was verlesen? Leon? Nee, Louis. Louis meine ich natürlich. Du weißt schon, nicht Leon. Louis. Leon sind wir selber. Ich bin wieder verwirrt. Aber ich weiß, wie Saddler und die anderen, die Leute auf dieser Insel seit Generationen unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Das geht ja heute richtig gut los bei mir, ne? Also ich will ja nichts sagen, aber es wird gut heute. Das ist kein Leben und deswegen werde ich das auf keinen Fall zulassen. So Leute, ich habe das jetzt fertig gelesen. Razy, erstmal einen Tee machen. Heute schon über 5 Liter Flüssigkeit zu mir genommen. Wie warm ist es denn bei dir da in der Wüste? Erzähl mal. So, wir schauen uns hier noch ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Ist jetzt nicht so, dass wir dich Zeit schinden wollen. Ihr kennt mich. Ich nicht. Der Bernstein. Diese Probe, die ich den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente, es ist also gut möglich, dass dies einfach übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in mein Labor gebracht. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein und befindet sich in einem Übergangszustand,
Doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominante Spezies, die wir bisher nur bei Saddler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein es mit Saddlers Kraft aufnehmen, so vielleicht sogar übertreffen. Leider wurde der Bernstein von Saddler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Er beobachtet mich sicher. Ja klar, würde ich ja auch machen. Auf einmal, ich habe gedacht, ich bin hier Obermotzi und dann kommst du da um die Ecke mit deinem komischen Kark Bernstein. Ne? Räum weg den Scheiß, ne? Hallo? Ich muss mir diese Probe zurückholen und fliehen, um meine Forschung woanders fortsetzen zu können. Es ist die einzige Möglichkeit, Saddler die Stirn zu bieten. Es ist sehr, sehr sinnvoll, das auch niederzuschreiben, damit Saddler das vielleicht auch findet. Super gut. Natürlich kann ich in dieser Gruppe von außerhalb genau wenig trauen. Von außerhalb genau wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rausmogeln. Mir bleibt nichts anderes übrig, um der Welt willen. Ich glaube, das ist Lewis. Und wetten, dass das Lewis geschrieben hat? Bin hier zum Arbeiten, Dienstreise. Genaue Details darf ich hier also nicht nennen. Nee, Razy macht dich mal nicht nackig, ne? Le Maxo, Grüße gehen raus und danke für dein Abo. Ich habe gerade eben noch gesehen, wie heiß es war. 30 Grad und arbeiten in der Sonne. Holy moly. Ja, da bin ich ja doch ganz froh, dass ich hier jetzt gerade meine Hausschüchen eingezogen habe und die Heizung das erste Mal richtig hochgedreht. Er hat ein halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. Ja, stimmt. Hier sind Umbrella-Sachen. Wir sehen es. Also ihr könnt es nicht sehen, weil ich drüber hänge, aber jetzt könnt ihr sehen. Da. Man kann es hier erkennen. Umbrella. Crazy. Kuren ist auch da. Dunkle, flauschige Grüße. Ja, dunkel ist es inzwischen tatsächlich wieder. Der Herbst ist nah. Grüße gehen raus, Kuchen. Moin, moin. E-Mails betreffen unsere Abmachung von Lewis. Ich sag's doch, es ist Lewis. Gelbfuchs schreibt entweder das eine oder das andere. Ich habe die Forschungsdaten, die du wolltest. Lass uns treffen, Ort und Zeit wie besprochen. Nur nochmal zur Sicherheit. Wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Betreff unsere Abmachung von AW. Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen. Ohne ihn sind die Daten wertlos. Lass mich nicht mit leeren Händen zurückkehren. Wäre doch schade, wenn dein Platz frei bleiben müsste. Unseren Code weißt du noch, oder? Riri, unsere Abmachung von Lewis. Entspann dich, habe ihn nicht vergessen. Und mach dir keine Sorgen um den Bernstein. Mir fällt schon was ein. Kannst du mir vielleicht eine Packung Kippen mitbringen? Marke ist egal. Ach Gott, der gute Lewis. Grüße gehen raus an Jens. Moin, moin. Habe ich dich vorhin schon gesehen? Ansonsten nochmal Grüße. Okay, also wie ich mir das schon dachte, war Lewis hier derjenige, der Saddler in die Parade fahren wollte, indem er ein noch mächtigeres Ding erschafft für die Menschheit. Und ja, offensichtlich wurde er daran gehindert. Wir haben es ja live miterlebt. So, ich glaube, wir haben alles. Guck nochmal auf den Map und was ist jetzt von der Insel entkommen ist die Mission. Ja, dann mal los. Machen wir mal. Türchen auf, Türchen runter. So. Beim Foto war auch ein Umbrella-Zeichen, schreibt Kay. Bei der ersten Schreibweise musste ich ein bisschen grinsen. Wenn, dann machen wir uns einfach alle kollektiv nackig, schreibt Joe Tiron. Ja, genau. Kollektives nackig machen wäre in Ordnung, wäre ich dabei. Also ich jetzt nicht, weil ich darf nicht wegen, ne? Hotzenplotz. So sehen unsere Arbeitsmails auch immer aus. Re, FW. Bin erstaunt, das Internet reicht hier für deinen Stream aus, schreibt Razy. Ja, kannst du mal sehen, aber das wundert mich nicht. Eigentlich sind alle Länder, was das Internet angeht, weiter als wir. Außer vielleicht so zwei, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten sind wir ja deutschlandmäßig ganz unten. Wie wär's, wenn wir die nehmen? Ja, geh mal los, ne? Ich glaube, ich höre da schon wieder ein Schätzchen. Danke fürs... richtig geübt. Ja. Ja. War ja ein Schatz? Ja, guck mal, da ist irgendwo einer. Ich höre da was. Da. Was ist da oben runtergefallen? Gut, da gehen wir ja eh gleich hoch. Ich gucke mich trotzdem noch mal kurz um, ob hier noch mehr ist. Wie sahen wir eigentlich munitionsmäßig aus? Ich glaube, gar nicht mal so geil, ne? Ich habe ziemlich viel weggeballert. Letztes Mal. Ich lade mal nochmal alles durch. Man kann ja mal schlau sein. Hotzenplot schreibt. Und dann wundern sich alle, dass Informationen verloren gehen.
Das ist so. Wo geht's hier hin? Da müssen wir durch, aber wahrscheinlich ist die Tür abgeschlossen. Probieren wir mal unser Glück. Leute, hattet ihr denn alle eine schöne Woche? Erzählt mal. Bei mir war sie gut, bis ich heute Morgen angefangen habe, Blut zu husten. Das war irgendwie nicht so schön. Aber sonst, tatsächlich war meine Woche bis jetzt ganz gut. Hallo, komm doch mal hoch, ne? Dann schauen wir mal vorsichtig, was ich da runtergeballert habe. Geht's dir wirklich gut? Mir ging's nie besser. Gut. Sollst du lügen? Hey, Halloween in Guild Wars 2 und ich habe meinen Urlaub um einen ganzen Monat falsch vorverlegt. Falsch verlegt? Eine Woche. Doof. Achso, also doch falsch verlegt. Das ist ja ärgerlich. Ja, ich bin mal gespannt. Ich wäre normalerweise eigentlich morgen am Aufnehmen gewesen, aber ich schau mal, wie es morgen beim Hals geht und dann werde ich das vielleicht nochmal verschieben. Ich hatte auch darüber sinniert, ob wir morgen vielleicht einen Guild Wars 1 Stream nochmal wieder machen von der Switch-Version, denn der erste Patch ist draußen. Und ich bin echt neugierig, was sich getan hat, aber da werde ich jetzt auch vernünftig sein und meinen Hals erstmal schonen. Aber vielleicht können wir das am Wochenende nachholen, vielleicht am Samstag dann irgendwie, dass man da dann nochmal reinguckt, einen Abend lang in Guild Wars 2. Da dann aber auch dann noch 3 Stündchen oder vielleicht sogar 4, je nachdem, wie schnell ich fertig werde. Ich werde es spontan ankündigen dann Samstag. Also sollte jemand Bock haben, könnt ihr euch das schon mal so ein bisschen im Auge behalten. Ne? Wir haben nämlich sehr viel gepatcht und das Schlimmste ist wohl durch. Schwabi haut hier Wassermarsch raus. Wassermarsch, Leute. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Das stimmt wohl. Ja, doch, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wolfgaming schreibt, Laufuchs, wie man es nimmt, hab mir den Ellenbogen irgendwie an der Schrankkante aufgeschürft. Bin im Bad ausgerutscht. Muss zuheilen. Das war, Wunden, die bluten, sind heute so ein bisschen das Thema. Dann aber gut Heilung. Guck mal, hier sind wir wieder. Hm. Gehen wir mal weiter. Das sieht sehr schön aus hier. War hier runter? Ja. Okay. Und los. Blub. Und los. Blub. Und los. Blub. Schatz, nicht vergessen, in dem Raum, in diesem hier. Ja, ganz da hinten ist einer. Keine Sorge. Krieg hier schon gleich die Notes. Ding Dong, vergessen Sie den Schatz nicht. Ich finde schön, dass das mal so gegnerlos ist. Das gefällt mir. Einfach mal ein bisschen rumlaufen. Kein Stress. Oh, scheiß Dreck. Ist das doch nicht wahr, oder was? Oh, oh. Ich treffe ja gar nichts heute. Wenn ich meinen Aim jetzt schon sehe, wie der gerade schon wieder läuft, ne? Habe ich ein gutes Gefühl für das, was uns heute Abend hier noch bevorsteht. Das wird super. Zum Glück machen wir einen Endboss nachher. Das kann nur gut werden. Sag's euch. So, hier erstmal hoch. Und das Ding sieht ja maximal eklig aus. Ja, kennen wir doch schon. Die sind doch schon normal. Ich habe trotzdem gestern erst einen Failshot hingelegt, da ich nicht wie angekündigt begonnen wurde, sondern wegen Technik. Ach, du meinst Kure, du redest von Diablo, ne? Ja. Oh Mann, Alter. Ich war gestern ganz gespannt auf den Steam-Release und musste dann schon ein bisschen schmunzeln, dass sie dann den Steam-Release als auch den Season-Release nach hinten geschoben haben, weil sie in ihrem aktuellen Bild nochmal einen richtig schwerwiegenden Fehler gefunden haben. Aber ich glaube, 3 Stunden später oder so ging es ja dann los. Dann war auch Steam-Release. Wie komme ich denn an diesen Schatz ran? Also hier lang nicht. Muss er nochmal nach unten gehen. Muss er irgendwo, muss er noch zu dem Schatz da irgendwie so gehen, ne? Mal sehen. Aber war schon wieder ein bisschen lustig, will ich ja nichts sagen. Ne? Ein bisschen schmunzeln musste ich schon. Hast du dir schon die Steam-Version organisiert, Kuren? Sei ehrlich. Du brauchst dich hier nicht schämen. Oh oh. Wenn ich die nicht erkenne, die Kackviecher. Los, 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 los. Nein, hatte dafür keine Zeit. Alter, okay. Erstaunlich. 53 Euro, ja, aber ist Rabatt. 25% Rabatt. Super, ne? Und wenn du schon mal die Super Duper Legendary Mega Edition gekauft hast, musst du auf Steam die nicht nochmal kaufen, weil das ja. Du scherst ja deinen Progress. Voll gut, ne? Ist schon schön. So, was haben wir auf der Rückseite hier? Monolith allen Ursprungs. Tief unter der Burg habe ich meinen Glauben entdeckt.
Sehet die Überbleibsel Gottes hinterlassen in dieser Welt. Alles beginnt hier. Adam Sadler. Der Ahmed, Grüße gehen raus und auch dir einen wunderschönen guten Abend. Musste dann erstmal die halbe Nacht spielen und so. Meine Druidin ist ziemlich cool geworden bisher. Ja, Druidin hat mich auch bis jetzt sehr abgeholt. Habe ich ja für mich selber so privat gespielt, wo ich ja von dir Mecker bekommen habe, dass ich nie bei anderen Leuten in den Stream reingehe, obwohl ich gar nicht gestreamt habe, du erinnerst dich. Illuminados-Anhänger. Da habe ich ja krank auf der Couch, auf der PlayStation 5, da habe ich mir das extra nochmal für die PlayStation 5 geholt. Oh Mann, ey. Aber egal, es war halt wunderbar, konnte man schön auf der Couch gammeln. Habe ich einige Stunden dann in meine Druidin reingeballert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was stand da jetzt gerade? Osmund. Okay. Und deswegen umso mehr ärgere ich mich, dass ich für unseren Stream-Run da jetzt den Totenbeschwörer genommen habe. Ich war schon kurz davor zu überlegen, einfach auf meine Druidin zu wechseln. Aber bin ich jetzt auch schon, die sind nicht mehr deckungsgleich, deswegen passt das nicht mehr. Illuminados, letztes Kapitel. Preiset die heiligen Insekten. Uns wurde das Paradies auf Erden versprochen. Mann, Frau oder Kind. Seine Liebe unterscheidet nicht. Vieh, Fisch oder Vogel. Bin übrigens, ich weiß nicht, was passiert ist, aber seit so ein, zwei Jahren bin ich mega der Vogelfan geworden. Ich finde die jetzt irgendwie mega cute und niedlich und cool und freue mich immer, wenn die bei uns rumspringen. Mochte ich schon, seitdem wir hergezogen sind ins Vogel-Naturschutzgebiet, aber in den letzten Zeit ist noch, ist meine Freude, wenn ich Vögel sehe, intensiviert. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Vögel sind cool. Ne? Wollte ich nur mal sagen. WF Lars, Grüße gehen raus. Jede Kreatur sei gleichermaßen gesegnet. Vor allen Dingen die Vögel und die Füchse, es ist so. Preiset die heiligen Insekten, wir sind die demütigen Diener Gottes. Seine Weisheit überwindet alle Berge, seine Allmacht überquert jede See. Das Licht des Himmels wohnt allem inne. Lasst unsere Leiber den Boden sein, auf dem alles gedeiht. Preiset die heiligen Insekten, wir sind die Herde und der Hirte führt uns. Unsere Gebete werden auf der ganzen Welt erklingen. Ein jeder wird sie hören. Schließlich wird es mehr von uns geben, als Sterne am Firmament leuchten. Wunderschön. So, ich muss kurz mal wieder in den Chat gucken, Leute, damit ich hier nichts verpasse. Wolfgaming schreibt, so viel Zeug im Angebot. Meine Steam-Wunschliste hat 2017 Spiele. Ja, gönnt ihr. Kurin, hast du denn meine Ratschläge für den Totenbeschwörer umgesetzt? Denn er ist ziemlich gut, obwohl der ist wohl jetzt wieder genervt worden. Nee, habe ich noch nicht, weil ich habe seitdem ja nicht wieder Diablo gespielt. Deswegen gab es noch gar keine Gelegenheit, das zu tun. Aber ich werde das tun oder ich fange vielleicht wirklich nochmal von vorne an. Mal gucken, wie viele an die Leute abkotzen. Grüße gehen raus, Brösterchen, Stragul, haut hier mal Wassermarsch raus. Was haben wir hier noch? Wolf Gaming. Ja, ich nur 2 Euro, aber Key ging nicht mehr. Achso, dein Guild Wars 2. Ja. Kay schreibt, da spricht der Fuchs in dir, der will Vögel jagen. Ich will die nicht jagen, ich will die befreunden. Hotzenplotz, meine bessere Hälfte steht auch mit dem Fernglas am Fenster. Tatsächlich haben wir auch eins. Wir haben auch eins, weil wir eine Zeit lang auf der Weide hinten, da waren dann immer alles mögliche an fetten Viechern und dann konnte man immer schön gucken. Hat Schatzi sich gewünscht, zum Vogel gucken. Der Ahmed, vorbereiten in den Feierabendmodus. Wird ja Zeit. Da wünsche ich dir schon mal ein gutes Hineingleiten in den Feierabend. Und füttert sie durchgehend. Das machen wir tatsächlich noch nicht, weil wir einen Kater haben und dann immer Angst haben, wenn du die dann anlockst und der Kater ist draußen, ist irgendwie auch gemein. Jens Energie, so viel Chat heute, der Fuchs kommt gar nicht zum Spielen. Ja, ich bin jetzt auch erstmal durch mit Lesen, sorry dafür, aber man muss auch ein bisschen auf den Chat eingehen, deswegen machen wir ja Streams. Ist ja lustig, ne? So, erstmal Prösterchen. So, jetzt machen wir weiter. Aber Chat muss auch schon sein. Ich freue mich doch immer zu lesen, was ihr so schreibt. Es hat was anderes als so ein plaines Let's Play, wenn man nochmal mit den Leuten schnacken kann, ne? Und ihr könnt dann auch gleich sehen, wie vielleicht ich gleich wieder Blut huste oder so. Wir werden sehen. Aber noch geht's. Noch geht's. Ich darf einfach nicht so laut mit Imbrunst reden, dann ist es in Ordnung. So. Aber ich wollte es heute Morgen auch nicht mehr wissen, ne? Also irgendwie ist da der Wurm drin aktuell. Danke. Blaufuchs, dafür, dass du heute eigentlich weniger reden wolltest? Ja, ich gebe mein Bestes. Ich habe Haare in meinem Mund. So. Ich rede leiser. Hier müssen wir jetzt lang. Ja, das ist der Weg. Let's go. Okay. Und rüber. Oh Mann, dass ich die. Ich sehe die echt nicht mehr. Was ist denn da los von mir? Die blenden hier so wirklich wunderbar ein. Da ist ja noch einer, da ist ja noch einer. Oh Gott! Schön in deinen Gedärm.
Heute erkenne ich die nicht. Ich bin heute dagegen, die zu erkennen. Leon ist schon ein bisschen am Kotzen. Ah, da ist der Heilemann. Der Speichermann. Nochmal checken. Waren hier noch Schätze? Ja. Also, das verspricht heute sehr witzig zu werden. Ich warne euch schon mal alle vor. Wer Stress dabei hat, mir zuzugucken, wie ich nicht treffe, wird schwierig. Boings. Letzter Händler, schreibt Schatzi hier. Sehr gut. Nicht nötig, Fuchs. Ich möchte nicht sehen, wie du Blut spuckst, schreibt Schwabi. Ich gebe mein Bestes. Okay, Spiel lieb, frag, ob's weniger erschreckend für den Fuchs sein könnte. Aus Rücksicht und so. Schauen wir mal. Hotzenplotz, ich muss jetzt nochmal fragen, was für ein Bierchen hast du denn gebraut? Also, hast du so ein fertiges Malzextrakt aus der Dose genutzt oder hast du komplett selber gemeischt und so? Weil bis zum Maischen bin ich damals nicht gekommen. Ich habe nur so ein Fertigextrakt genommen und dann nicht mal deutsches Reinheitsgebot. Ich wollte die Menge erhöhen, habe schön Zucker reingemacht. Bist du des Wahnsinns? Also hast du nicht selber gemeischt oder doch? Oh, ich habe irgendwas bekommen. Plünderer. Sammeln Sie in einem Spieldurchlauf alle der was? Natürlich wird gemeischt. Ja, Ehre. Als ich das gemacht habe, habe ich nicht gemeischt. Ich hatte so ein Fertig-Sirup-Ding. War aber auch schon gut. Da kannst du aber natürlich nicht mit den Aromen arbeiten und sowas. Deswegen, also ich habe es gesehen und ich habe schon echt bisschen Bock drauf gehabt, ne? Tatsächlich. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon zu viele Food-bezogene Hobbys mit Pizzabacken und Grillen und so. Wenn wir jetzt noch mal den Brauen anfangen, dann wird das echt schwierig. Nur das Beste vom Besten. Nur das Beste vom Besten. Jetzt gucken wir erstmal. Das ist der letzte Händler, bevor es zu Ende geht. Das bedeutet, wir können jetzt ja mal clever sein. Gucken, dass wir all das kaufen, was wir brauchen. So, Razy. Aber gut, ich bin auch erstmal wieder weg. Noch etwas im Bett chillen. Geht bald ins Bettchen. Wäre eine Stunde voraus. Aber komm mal gut zu liegen. Danke, dass du reingeschaut hast. Wir sehen uns und hören uns bestimmt wieder. Ich heile mich jetzt hier schon mal einmal durch. So, dann stellen wir mal Zeug her. Einmal Flintenmunition. Was war das jetzt für ein Geräusch? Irgendwas hat gerade ein Geräusch gemacht und ich kann das Geräusch nicht einordnen. Ah, okay. Mastodon. Alles klar. Yo, so viel Munition haben wir jetzt gar nicht. Hier gibt's einmal den Wassermarsch vom guten Jens. Prösterchen, Leute. Wassermarsch. Danke, Jens. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Wolf Gaming, Alter. Was ist deine Meinung zum Steam-Angebot Steam Simulator 2? Was genau soll ich dazu meinen? Erzähl mal, was erwartest du jetzt? Also ich fand Steam Simulator 1 gut. Ich habe mir den 2 noch nicht angeguckt. Im Laufe meines Simulationseckes wird es bestimmt irgendwann kommen. Aber da warte ich definitiv, bis das Ding im Angebot ist für 80% oder sowas. Ne? Gelbfuchs schreibt, alles verkaufen, was du nicht mehr brauchst und in Upgrades investieren, die noch fehlen. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch Schätze haben. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wäre wenn, richtig? Guck mal, er sagt dir sogar, na Bruder, also wenn du noch was vorhast, na, mach mal lieber jetzt, ne Digga, mach mal lieber jetzt. Okay, wir können jetzt also im Grunde, ja, wir gucken mal, wie viel Spinels habe ich denn jetzt? Ich habe 37 Spinels. Das ist ein dezenter Hinweis, ne? Ja. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Also, wir können noch ein bisschen was in Rohstoffe investieren. Das ist, was ich derzeit habe. Das ist wahrscheinlich nicht das verkehrt. Hab ich nicht immer vorrätig, Fremder. Damit wir noch ein bisschen craften können. Ich gehe da jetzt mal mit der Chor. So, auch wenn Schatz jetzt gleich kotzt. Nein, doch, doch, ich brauche das. Kauf keine Rohstoffe, sag ich doch. Ich wusste, Schatz kotzt, ist mir aber egal. Da muss er jetzt durch, ich brauche den Kram. Also, wir müssen einmal MP-Munition herstellen. Da haben wir nämlich sehr wenig von. Oh scheiße, jetzt lohnt sich's schon nicht mehr. Okay, er hat recht gehabt. Er hat wieder recht gehabt. Vielleicht kann ich von den kleinen Sachen noch was machen. Nein, ich habe nicht genug von den Dingern. Ach, scheiße. Habt ihr nicht gesehen? Willkommen. Habt ihr nicht gesehen? Jetzt müssen wir die wieder verkaufen. Was kann ich für dich tun? Jetzt gucken wir erstmal bei dem. Ich dachte, ich bin clever, weißt du? Ich habe gedacht, ich bin clever. Jetzt gucken wir erstmal bei dem Eintauschen, ob wir für die Spinell-Sachen. Guck mal, für die Spinell-Sachen könnte ich mir noch Schießpulver organisieren. Oh, mein Rücken bringt mich um. Ja, guck mal, lohnt sich doch, machen wir. Ich habe sonst Spinels, die ich für nichts mehr brauche. Also los, holen wir uns doch einfach dafür noch ein bisschen Schießpulver, wieso nicht? Eine interessante Wahl. Dankeschön. So.
Dann können wir noch ein bisschen was herstellen, nämlich nochmal MP-Munition davon. Das scheint ja das Ding zu sein, was ich gleich brauche. Und da würde ich sagen, nochmal MP-Munition, why not? Und dann haben wir jetzt leider keine mehr. Jederzeit willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. So, dann lass mal gucken, was er hier noch hat. Eigentlich nichts mehr, womit wir noch irgendwas anfangen könnten. Wir könnten auch Diamanten und sowas holen, damit wir die dann wieder verkaufen können. Geld. Da wird nicht so viel bei rumkommen, aber können wir ja trotzdem mal machen. Damit machst du nichts falsch. Ich weiß, man kann die Spinels normalerweise mit in die nächste Runde nehmen, aber wie gesagt, wir haben keine nächste Runde mehr. Deswegen können wir das ruhig machen. So, dann verkaufen wir jetzt mal alles, was wir nicht mehr brauchen. Louis Schlüssel, das, den Goldbarren, den 7 davon. Und den Rest stecken wir dann gleich komplett alles in, ich kann zurück machen, das ist ja nett. Guck mal, da kommt ein bisschen was zu. Seidenkristalle kann man endlos kaufen, das ist ja gut. So, da kommt ja ein bisschen was zusammen, das verkaufen wir jetzt. Und das stecke ich jetzt alles in Aufstockung primär für die hier. Na, guck mal, da gibt es noch das Spezial-Upgrade. Sonst habe ich die TMP schon fertig. Können wir das einmal reparieren? Wir können das einmal reparieren. Jetzt können wir nochmal bei Upgrades gucken. Ja, also TMP ist voll. Ich würde jetzt einfach in den Rest rein investieren, was noch so geht, wa? Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst. Ach, ich kann das kaufen. Ich dachte, ich brauche dieses Ticket, aber ich darf das kaufen. Das ist ja geil. Ah, alles klar. Habe ich nicht gecheckt. Dankeschön. Ein echtes Kunstwerk, wenn du mich fragst. Ein echtes Kunstwerk. Okay, habe ich gemacht. Nice. Komplett abgegradet. Da freut sich jetzt jemand. Ich würde wahrscheinlich dann jetzt nochmal hier in die. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Da nochmal rein investieren. Warum nicht? Geschmack, Fremder. Allererste Sahne. Dann ist die nämlich auch voll. Gibst dich wirklich nicht mit weniger als dem Besten zufrieden, Mars. Bist du beeindruckt? Ich bin sehr beeindruckt. Bei dem handwerklichen Na dann. Stirb so. Mir da draußen nicht weg. Und ich würde sagen, das passt. Speichern. Ich drehe wieder halb durch. Wieso? Das ist doch alles gut. Hab doch alles gut gemacht. So alles bestens. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Das gibt nachher wieder Mega, sag ich euch. Das gibt nachher wieder Mega. So, ich würde sagen, wir legen mal los oder was? Ich warte noch kurz ab, bis Schatzi mir das Go gibt, dass ich jetzt gehen kann. Ne? Kann ich jetzt gehen oder ist noch irgendwas? Den mach. Ich sag euch, das gibt nachher wieder LAG. LAG. Blauwuchs schläft heute auf der Couch, schreibt Kay. Nee, keine Sorge, ich habe ja Blut im Hals. Deswegen, da werde ich dann geschont. Da darf ich dann doch im Bett schlafen. Oh, guck mal hier. Die sind richtig modern mit Windenergie und sowas. Voll gut. Ja, dann mal los. Jetzt kommt, glaube ich, dann Endkampf. Oder wart, oder wie, oder wart, oder wo, oder wart. Leon, sieh nur. Ist das nicht... Ein Windrad? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Richtig gut. Wen sehen wir denn da? Oh, wer hängt da denn rum? Ach, Ada. Ada? Ada? Ada. 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 Sonst noch was? Oh, ich bin mal so gespannt. Ich werde wahrscheinlich gleich bei diesem Endbosskampf richtig abkacken. Jetzt ernsthaft. Lockt er mich zu sich. Natürlich lockt er uns zu sich, aber was willst du machen, ne? Oh, ich werde richtig abscheißen. Ich fühle das schon. Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Jens, nimm mal grünes Kraut. Oh, kein Fluchen. Danke, Hotzenplotz. Ich mach mal eben den Timer an. 10 Minuten lang nicht fluchen. Ups. Jetzt. Falscher Knopf. Hallo. Macht euch nicht über meine Twitch-Fähigkeiten lustig. Oh, das lebt doch noch. Bam, direkt in den Nacken rein. Wir kämpfen zusammen.
Das gefällt mir. Unwürdige Kreatur! Du hast den heiligen Leibverschmäht! Das Privileg, eins mit uns zu werden! Will ich glaube ich auch nicht. Ohne Spaß, das Privileg hast du behalten, Bruder. Ist okay. Bachelor um Vergebung! Er hat ein Auge in sich drinne. Oh. Hallo Mann mit den Augen. Bruder. Wow, lang noch nicht nach mir, Junge. Das ist ja richtig ungeil. Geil, Auge ist weg. Oh, oh. Nachladen, Leon. Nachladen, Leon. Oh, da, ich kann mit E ausweichen. Das ist schon mal gut. Leon, lass mal abhauen, Bruder. Lass mich hier runtergehen, Bruder. Lass mal eben ganz entspannt casual runtergehen. Der muss ja nicht so nah bei uns dran sein, ne? Seht ihr, dass ich den mit der Pistole mache, obwohl das nicht sinnvoll ist? Einfach nur, weil das geht. Egal welcher Herkunft, welchen Glauben. Oh, cool. Warte, warte, warte. Los, 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 los. Oh, rein da in den Augapfel. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Oh, nee, nix hier weg. Labert er die ganze Zeit. Okay. Aua. Oh nein, renn mal nicht hierher. Oh. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal noch langsam die Waffe wechseln, oder? Damit Schatz nicht komplett ausrastet. Ich möchte nicht zu viel Ärger nachher kriegen. Ich will es jetzt nicht provozieren. Aber ich lese mit Absicht jetzt nicht, was er schreibt. Damit ich hier schön alleine das mache. Komm, dein Augapfelchen bitte wieder. Dankeschön. Rein da, das gute Messer. Hey, warte mal nach, Leon. Junge, bleib mal entspannt, bitte. Gib dir mich hier nicht so an. Oh. Ah, warte, der holt jetzt hier Jünger, oder was? Ich hab ein ungutes Gefühl. Ah, deswegen kommen die jetzt. Okay, warte. Ich verstehe. Ich verstehe. Hätte ich mal doch die Chat-Nachrichten gelesen. Hätte Schatz bestimmt gesagt, ich soll mir das aufheben für die Jünger. Aua. Ich muss erstmal kurz mich heilen. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Nimm die Waffe, die trifft. Ja, das Problem ist ja nicht die Waffe, das ist ja eher so ich. So, wir schießen jetzt mal eben damit auf die Augen. Oh je. Nein, nein, nein. Oh je, nein, 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 scheiße. Ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Oh doch, okay, ich glaube. Ich möchte gerne auf deine komischen Augäpfel schießen. Danke. Das ist der letzte Augapfel da. Da. Oh nein, oh nein. War das gut, war das schlecht? Ich weiß es nicht so genau. Gib mir mal deinen letzten Augapfel, Bruder. Ja, nett nicht rum. Ich komme an den letzten Kack-Augapfel nicht ran. Doch jetzt, da, geilo. Los, 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 los. Oh, rein in den Augäpfelchen, ja, lecker. Bruder, bitte einfach entspannen, ja? Ja? Oh, wie viel Phasen hast du denn noch, Bruder? Ist ja irgendwann auch mal gut jetzt. Ah, er hat den Boden kaputt gemacht. Was hat er denn jetzt? Oh, da ist er.
Oh, nein, ich glaube, ich bin gestorben. Oh, nee, ich schaff's gerade noch so. Ich krieg noch mal die Gelegenheit, das ist nett von ihm. Nehmen wir lieber das. Ich muss hier irgendwie ausweichen. Wo kann ich da mal hin? Gibt's doch nicht. Ja, ich treff seinen scheiß Augapfel nicht. Geilo. Ist das ein Stress heute wieder? War es das jetzt? Das war es auch noch nicht. Das war zu schnell. Sei doch, da geht noch was. Da geht noch was. Der ist noch nicht fertig. Was am Marsch hier von Kay einmal? Ich habe genug von deinem Scheiß. Ich auch. Ich glaube, ich habe noch nicht geflucht. Die 10 Minuten sind, glaube ich, jetzt rum. Was denn jetzt? Muss ich da rein? Look, der zu dir passt. Hässlich innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Und nur, dass das klar ist. An mir liegt's nicht. Was muss ich machen? Muss ich da einfach reinballern? Ich glaube nicht. Das scheint so ein Schutzschild zu sein. Bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich mal einer abholen, was ich machen muss? Da ist ein Schutzschild davor. Immerhin weiche ich wie ein Pro aus. Vielleicht das Biofernrohr, das ist eine gute Idee. Vielleicht könnte das klappen. Probiere ich mal aus. Nee, ich weiß es nicht. Raketenwerfer habe ich leider nicht. Aua. Kannst du den Samstag ruhig mal was schreiben? Da kommt der Raketenwerfer. Wer das Ding? Geilo. Da hast du deine Gnade. Schön mit dem Eigen. Oh, lecker. Oh nee! Den hat sie eben noch beim Händler gekauft. Lustig, wenn ihr damit daneben geschossen hättet. Danke, Schatz. Geht das? Kann man daneben ballern? Was passiert dann? Schmeißt sie dann noch ein? Schmeißt sie dann noch einen weiteren Raketenwerfer? So. Boah, das war okay. War aber machbar. Ich glaube, den hätten wir auch mit der Pistole geschafft. Ada, was soll das werden? Ich drücke dir jetzt persönlich. Den Hals. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Das stimmt, wir haben die Mail gelesen. Du hast auch die Mail gelesen. Zeit zu gehen. Kommst du? Nee. Ich fürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Warum? Verstehe. Ah, ja, müsste Ashley noch holen. Wo ist sie eigentlich? Ashley! Wo bist du? Okay, schreib doch. Ashley wartet doch noch rum. Ja, weiß ich doch aber. Du, die hat ja. Dich lieber. Mach ich. Oh, ja, stimmt ja. Natürlich. Danke nochmal. Schatz hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es ja ein Resident Evil Spiel ist. Ach, wie süß. Süß. Sag ich doch. Leon und ich haben hier den gleichen Mindset und wie das immer bei einem Resident Evil Spiel ist am Ende. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Wo will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, oh. Hier geht alles hoch. Moment, was? Ja. Ihr wisst, was jetzt passiert. Let's go! Zeit! Riecht Bock drauf. So. Entkomme. Wir haben 2 Minuten irgendwas. Los, 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 los! Ah, ich darf nochmal speichern. Das finde ich nett. Okay, nichts wie weg hier. Ja.
Geht das nochmal? Ah, los, komm. Ich liebe Sachen auf Zeit, weil ich war noch was mitnehmen. Grünes Kraut, los geht's. Wir können uns auch nochmal heilen, das ist vielleicht nicht verkehrt. Und let's go. So, lass laufen. Lass flitzen. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Aber ich renne einfach mal. Haben wir es nicht geschafft. Oh oh. Oh oh oh. Springen! Lauf, Forrest, lauf, ja. Wenn das so Gegner. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn das so Gegner los bleibt, freue ich mich. Und da kommt da auch schon der erste Vollidiot. Bam, hallo. Ja, okay, dann ist er gut. Dann renn einfach weiter. Hinterfrag das einfach nicht. Ich muss halten, ich muss halten, ich muss halten. Los, los, los. Figur vergessen. Ja, das ist mir jetzt auch echt egal. Ich will nur noch raus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen rennen. Die Dinger lasse ich da mal liegen. Müssen wir Jetski fahren? Oh ja, okay, alles klar. Oh, cool. Jetzt hier drin. Dann halt dich fest. Hast du eine Ahnung, wo du hin musst oder eine Karte? Fragt Eri. Nö. Einfach nur rennen. Es gibt nur einen Weg. Müssen wir fahren? Selber? Ja, du Scheiße. Okay, das wird witzig. Oh, Scheiße. Okay, Leute, das wird gut. Wow. Wo lang, wo lang, wo lang? Oh mein Gott. Oh. Okay, wird alles gut, wird alles gut. Ich habe da generell gute Gefühle, Leute. Oh, scheiße. Also sag ich jetzt mal so. Oh ja. Vorsicht, die. Ui, 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 ui. Oh. Beine. Festhalten, Ashley. Oh mein Gott. Das ist ein sehr großer Komplex, wenn man mal ehrlich ist. Komm einfach hier durch, das passt schon. Wave Race, sag ich mal, ne? Versenk dir nicht die Haare! Jumpen! Oh, das sieht gut aus. Da hinten sehe ich das Licht. Oh je! Ich wollte da gerade ausweichen. Muss ich da lang? Ja, oh. Du Scheiße! Los, 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 los! Michael Bay Vibes am Start, schreibt der Ahmed. Ja, aber sowas von. Oh, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube schon. Prost. Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Mhm. Mission erfüllt, was? Mission erfüllt. Wenn du zu Hause bist. Danke für alles. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht. Du kommst ganz gut alleine klar. Nur das mit dem Messer solltest du noch mal üben. Na komm, ab nach Hause. Ab in den Sonnenuntergang. Condor One? Basis an Condor One, hörst du mich? Kommen! Ich sagte kommen, ist das Ding denn an? Leon! Leon, geht es euch beiden gut? Wo bist du? Komm schon! Ich bräuchte nach dem Viehzeug eine Therapie, schreibt Hotzplotz. Ich auch. Ich wäre direkt umgedreht. Also ich hätte das gar nicht beenden können. Also wenn ich da gewesen wäre, no, danke. Niemals. Resident Evil 4, Leute. We did it. Wir haben es echt durchgespielt. Es hat echt länger gedauert, als ich gedacht habe. Der Jens sagt Wassermarsch, dann mal Wassermarsch. Wir genießen jetzt eben noch die Credits. Dann gehen wir in die Pause. Und dann machen wir noch mit dem DLC, weil ich denke, eine Stunde kriegen wir noch hin.
Also eine machen wir auf jeden Fall noch, dann gucken wir mal, wie es geht. Es geht aktuell. Es tut halt ein bisschen weh, aber war geil. Wo ist er denn? Ich habe mich vor allen Dingen auch auf den DLC schon gefreut. Wupp, wupp. Also ich muss sagen, ich kannte es ja nicht. Wie gesagt, ich habe es einmal so passiv ein bisschen mitbekommen, als Schatzi das gedaddelt hat, damals das Original auf dem, ich glaube, Gamecube und dann irgendwann die PC-Version, aber die habe ich nicht gesehen, aber das Gamecube-Ding. Das lief auf dem Fernsehen, im Fernseher innen drinne, da habe ich so ein bisschen passiv was mitgesehen. Diese Bootskiste mit den Wellen. Aber viel mehr glaube ich auch nicht. Deswegen kannte ich es ja noch nicht und durfte es jetzt sozusagen das erste Mal erleben und mir hat es gut gefallen. War halt eigentlich, wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht ein einziges Mal gruselig. Also wirklich gar nicht. Eigentlich war es nur... Es gab maximal so eine Schocker-Spring-Dinger. Aber richtig Grusel gab es nicht. Da muss ich sagen, war Village ja eine ganz andere Hausnummer. Aber das halt muss ja nicht schlimm sein. Ich mag es ja eh nicht so gruselig, deswegen für mich umso besser. Ich fand es zwar sehr gorig und auch vom gesamten Setting her und von der Optik super passend. Für dich die härteste Stelle, fragt Apparatix. Schwierigkeitsmäßig würde ich tatsächlich sagen, dass das erste Mal, wenn man in diesem Dorf ist, wo man so lange überleben muss, bis die Glocke läutet, das fand ich am anstrengendsten, weil ich da komplett nicht wusste, was ich machen soll und bin nur rumgerannt wie ein Wahnsinniger. Danach war eigentlich alles machbar, muss ich sagen. Aber so richtig gruselig fand ich gar nichts. Also so, dass ich sagen muss, boah, so heavy, ich traue mich jetzt gerade nicht oder so, das gab es gar nicht. Nervigste Stelle war das mit Ashley und der Brücke. Da habe ich ein bisschen gelitten. Und was hat auch noch genervt? Aber ich glaube, es wird gelabert. Moment, ich muss meine Klappe halten. Da ist er, der Stein. Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Wesker. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Milliarden. Wir ändern den Kurs. Los. Na toll. Wohin? Erstmal drehen. So, na gut. Ich weiß mal nicht wohin, aber machen wir. Ist kein Thema. Und dort sind wir. Auf unserem Jetski. Wir fahren jetzt mit dem Jetski bis nach Hause. Leon hat die Zombie-Apokalypse schon ein paar Mal durchgespielt. Der gruselt sich nicht mehr. Ja, da hat Schatzi recht. Ja, der Einstieg ist nicht ganz so freundlich, schreibt Apparatix. Was war denn für dich so dein härtester Moment oder die härteste Stelle im Game? Würde mich mal interessieren, Apparatix. Frankul, dann sag ich mal, bis gleich nach der Pause. Jo, bis gleich. Blaufuchs wäre gut bei Gamesünden. Nabt alle zusammen, Nabt Daddledraggy. Leute, wir gucken jetzt eben noch die Credits an. Ihr wisst ja, das ist eine Tradition bei mir. Lasst die mal schön durchlaufen. Ich denke, die dauern bestimmt jetzt noch nicht mehr 6 Minuten oder so. Dann. Oh nein, da kommt Musik, das ist schlecht. Labalabalabalabalabalabalab. Musik ist immer so ein Problem, aber egal. Ich kann die Notfeier wegschneiden. Ja, nee, aber hat mir wirklich gut gefallen. Also ich hatte, glaube ich, keine Stelle, wo ich richtig gelitten habe. Was ein bisschen eklig war, auch noch in diesem einen Raum mit dem schwarzen Gubbel, wo man dann Ashley nach oben lässt und sie da an dem Ding rumdreht und man sie so lange beschützen musste. Das war auch noch ein bisschen nervig. Aber ansonsten, cooles Game. Cooles Game. Apparatrix schreibt, also hab das Original gezockt und zocke jedes Game auf der härtesten Stufe. Oh ja, gut, okay. Da bin ich ja schon wieder raus, ne? Puh, als die Brücke mit Ashley und wenn du keinen Raketenwerfer hast, ist es wie vom Ramon Salazar.
Ich glaube, auf der härtesten Stufe ist das auch ein bisschen heavy. Schatzi geht hier auch durch. Ich weiß gar nicht, Schatzi, spielst du auf dem härtesten? Ich glaube nicht, ne? Hast du aber schon. Aber wenn du dann nur so durchrennst, nicht, oder? Weiß ich nicht. Schatzi hat das Spiel auf jeden Fall jetzt inzwischen tausendmal durchgespielt und hat alle möglichen Runs gemacht. Den Solo, den Waffen-Run oder den einfach Schnell-Run und hat sich da die Katzenohren und die Hundeohren und sowas alles organisiert. Da sind wir weit von entfernt. Meint das mit den Stickstoff-Dingern? Oh ja. Das war heftig. Das ohne den Raketenwerfer macht keine Freude. Da bin ich auch froh, dass wir den... Die Musik ist echt gut. Will ich gleich rüberquatschen. Ich spiele auf Hardcore, schreibt Schatzi. Professional hat kein Autosave. Und der Kampf am See dauert ewig. Selbst die Credit-Musik ist nice. Was soll ich sagen? Cooles Game. Cooles Game. Wolf Gaming, habt einen guten Song, passend zu Resi 4. Schau mal in den Musikchat. Meinst du jetzt auf dem Discord? Da sind wir gerade nicht. Später vielleicht. Wobei, später geht ins Bett, aber morgen vielleicht. Kuren hat irgendwas geschrieben. Erstmal habe ich gesehen, dass Kuren mega kalt ist. Kuren, Grüße gehen raus, mir auch. Habe tatsächlich die Heizung angemacht, habe einen Pullover an und meine Kuschelhausschuhe. Und wenn es dann wieder richtig winterlich wird, dann habe ich hier meinen, ich glaube, so einen Fußwärmer. Für die Steckdose, wo man seine Füße reintun kann. Das ist wie so eine Heizdecke, aber nur für die Füße. Sonst überlebe ich das in der Bude hier nicht. Wir haben nämlich keine fancy Fußbodenheizung oder so ein Scheiß. Hier wird es dann einfach eisekalt. Und mit dem Ding geht's. Mir hat es auch gut gefallen. Hab über 100 Stunden. Ja, krass. Hat Schatzi geschrieben. Ja, ich finde es auch, es ist ein sehr, sehr gelungener Remake. Ich finde, dieses Jahr generell ist ein Jahr von sehr viel guten... gelungenen Remakes. Muss ich ehrlich sagen, nee, war klasse und auch optisch wirklich sehr, sehr gut. Und dafür, dass es so verdammt gut aussieht, läuft es auch noch super gut. Schwabi. Das habe ich mir wegen dir letztes Jahr auch gekauft, Fuchs. Ich liebe es. Danke dafür. Was denn? Ich habe, glaube ich, zu viel gelabert. Ich glaube, du musst mir helfen. Ach, das für die Füße. Ach so. Und ist es geil? Ist geil. Stimmt, ich habe davon geredet. Ich liebe dieses Ding. Ohne es könnte ich nicht durch den Winter kommen. Aber es ist wunderbar. Dann mache ich mir das an und dann chill ich mich hier rein. Dann habe ich noch so einen. Zu meinem Pulli habe ich noch so eine Kuscheldecke, super Kuscheldecke, die man anziehen kann. Und dann sitze ich hier so eingemummelt und dann mache ich da meine Videos. Ne? Super. Die Profi-Kuscheldecke. So sieht's aus. Blaufuchs, also man hätte das Crafting-System irgendwie besser machen können. Ich weiß nicht, wie es im Original ist. Ich denke mal, die haben wahrscheinlich stumpf einfach die Originalart und Weise übernommen, oder? Im Original gab es kein Crafting. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das war im Original auch schon so. Aha. Ich wollte gerade sagen, Wolf Gaming. Alter, du musst mal echt ein bisschen Erfahrung noch sammeln, Junge. Wolf Gaming meint hier gerade, die Credits wären so unfassbar lang. Wieso? Was? Das ist ja noch gar nichts. Also jetzt mal ernsthaft. Also Metal Gear Solid, da ist ja einfach das Credit ist so lang wie ein Spiel. Ne? Also das ist hier noch gar nichts. Außerdem ist die Musik cool. Ein Banger jagt hier den nächsten. Ist richtig gut. Aber wir haben gleich Pause in wenigen Sekunden. Aber jetzt müssen wir trotzdem die Credits durchlaufen lassen. Ihr könnt ja trotzdem schon mal Bibi machen gehen und so. Aber das gehört für mich gehört das zum guten Ton. Ich lasse das immer. Ich lasse immer die Credits durchlaufen. Egal wie lang die sind. Ich finde, das haben die verdient, die Leute, die daran gearbeitet haben. So meine Meinung. Ne? Können wir noch ein bisschen quatschen. Das Wölfchen geht ins Kino. Vermutlich auch direkt nach Filmschluss. Sehr uninhaft. Gute Filme, Spiele gegenüber. Ja, wir gucken. Meistens sind ja auch irgendwelche Szenen noch drin versteckt. Nicht immer, aber oft. Schämen. Wolf Gaming schämt sich jetzt still in seiner Ecke. Ist okay. Du lernst es auch noch. Also gut. Aber du siehst schon, jetzt kommen schon die Logos, dann ist meistens Ende Gelände.
wir haben noch 5 Sekunden, bis die Pause anfängt eigentlich. Also es läuft gut hier. Wir sind gut in der Zeit. Da kräht der Hahn, den ich übrigens wieder vergessen habe, euch wieder mit reinzupacken. Aber nächstes Mal ganz gewiss. Irgendwie muss ich mal einen Tag vor dem Stream schon beginnen. Aber mal, da habe ich immer meinen Brüder-Daddelabend. Deswegen habe ich die Zeit. So Leute, perfekt. Jetzt machen wir schön Pause. Ja, ich habe gerade, Schwabi schon, ach Fuchs, ich habe gerade drüber nachgedacht, warum ich nie Zeit habe, mal so einen Tag vor dem Stream immer Zeit zu nehmen. Oh, warte, erstmal hier schon gucken. Aber da daddel ich mal mit meinen Brüdern. Deswegen. Bist du glücklich? Ergebnis. Oh ne, guck jetzt da nicht hin. Guck da nicht hin. Oh, ich habe ein B bekommen. Wie besonders geil. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gut, die Speichervorgänge waren jetzt ein bisschen das Problem, aber ich habe ja auch teilweise doppelt und dreifach gespeichert, ne? Ist B jetzt gut? Ne? So. Machen wir das lieber jetzt weg. Wenn Sie die Speicherdaten eines abgeschlossenen Spieldurchlaufs der Hauptstory laden, können Sie die Daten übernehmen und ein neues Spiel starten. Sie können neue Waffen beim Händler erwerben, aber Sie können nicht den Rang S+ erlangen. Ist okay. Oh, es gibt, okay, das war es doch nicht so gut. Es gibt B, es gibt A, dann gibt es S und S+. Naja, na, oh, guck mal, da geht's ja schon los. Also es gibt E, D, C, B, A, S und S+. Das heißt, wir sind so solides Mittelmaß, ne? Oh, das war gut. So, ich speichere nochmal eben, wunderbar. Und dann machen wir 5 Minuten Pause, Leute. Zurück ins Hauptmenü. So, guck mal, das sieht jetzt auch neu aus da. Voll schön. Meine Lieben, wir machen jetzt 5 Minuten Pause. Für diejenigen, die keinen Bock mehr auf den DLC haben, kommt schon mal gut zu liegen. Danke, dass ihr da wart. Für den Rest sehen wir uns dann gleich in entspannten 5 Minuten wieder. Ich denke, eine Stunde kriegen wir noch hin. Also ein Stündchen machen wir auf jeden Fall noch. Ich denke aber, länger machen wir heute nicht. Meinem Hals zuliebe. Ich hoffe, ihr könnt, habt da Verständnis für. Jetzt machen wir aber erstmal 5 Minuten Pause. Bis gleich, Leute. In entspannten, chilligen, nicen 5 Minuten. Bis gleich.